Hallo und zurück bei Watch Dogs mit den Waschbiber. Nachdem wir jetzt in der letzten Folge unseren Bad Boy, 17 Jahre alt, der Bad Girl, kennengelernt haben, hat sie uns auch gleich mal ein bisschen auf eine halsbrecherische, total nicht zu Berge gut zu schleichende Mission geschickt. Und, naja, das Ergebnis davon war, wir haben einen neuen Auftrag. Oder mal, ob wir hier rüberkommen, wo gerade kein Train da ist. Sieht nicht ganz gut aus, dann machen wir uns mal auf den Weg hier. Ja, kommen wir hier runter? Natürlich nicht. Super, Wasch. Super, super, super. Voll die falsche Richtung. Jetzt müssen wir uns allerdings erstmal was Fahrbares besorgen. Wir haben jetzt ein paar neue Skills auch in der letzten Folge bekommen. Wir können mich jetzt eigentlich, oder es müsste zumindest gehen, Autos aufzumachen. Ist er? Ohne Alarm zu machen. Juhu. Unglaublich. Da machen wir uns nochmal auf den Weg hier. Folgen erstmal grob unseren Zeichen auf der Minimap. Wir können ja auch mal ohne Navi fahren. Soll ja auch gehen, habe ich gehört. Au, oh, yeah. Oh, verdammt, das wetter regnerisch. Scheiß Aquaplan. So, da müssen wir auch hin. Hier soll irgendwo unsere Mission sein, unser Anrufer. Gut, von unseren kleinen Gefallen. Wir sind, oh, das war wegen dem Regen. Ich fahre normal sehr ordentlich, also. Das kann nur wegen des Regens gewesen sein. So, ein bisschen hier lang. Ich sehe es auf der Minimap. Jupp, Leute. Hier ist 100er Zone und keine 20er. Ihr müsst ein bisschen schneller fahren. Ah, danke. So, meine Damen, danke für den Tipp. Hier geht's weiter. Der Typ bedroht meine Familie und will mich treffen. Er wusste genau, wie er mich kriegt. Gut, ich schlucke den Köder. Ich glaube, sonst da reinhacken. CTOS ist aktiviert. Oh ja. Erstmal besorgen, dass hier keiner so reinkommt. Paller sind an. Sprengen, Schaltkasten. Nochmal sprengen. Das sieht mir voll nach einem Hinterhalt aus. Können wir denn hier hacken? Hier hinten kommen wir lang. Das ist doch bestimmt ein Hinterhalt. Wie es gerade hier aussieht. Da oben ist auf jeden Fall noch ein bisschen was an Rohmaterial. Ich glaube, das holen wir doch erstmal nebenbei schon mal. Ja, das probieren wir einfach mal. Machen nochmal sicherheitshalber die Schaltkästen hier schon mal auf. Deckung kann man immer gebrauchen. Und fahren jetzt mal den Lift runter, damit wir uns reinschleichen können. Okay, hoffen wir mal, dass hier nicht allzu viel passiert. Hopp. Hoch hier. Was haben wir denn hier schöne Elektronikteile? Hat sich doch schon gelohnt, das Ganze. Oh, nein. Lifty. Wir nehmen mal den etwas komischen Weg hier. Der sprengt so bestimmt hier in die Luft. Okay. Hoch hier die Leiter. Und jetzt profilieren wir doch mal eine Runde. Wird hier was sein? Kommt hier was? Kommt hier was? Okay, wir scannen nochmal. Wo kommt das Signal her? Kommt es von hier? Wir können an der Ecke da noch was... Alter. Ich weiß nicht so richtig, wo wir eigentlich hin müssen. Oh, da ist eine Feuerleiter. Das sieht doch schon mal nach einem Plan aus. Und dann kommen wir da hoch. Allerdings kommen wir dann da weiter. Es ist kompliziert. Oder wir können auch hier
wäre das Gerüst selber. Oh, ich glaube, das machen wir doch mal einfach, sicherheitshalber. Ja, das probieren wir einfach mal auf jeden Fall aus. Einmal ab. Hier kommen wir nicht hoch. Ja, doch, oder? Nee. Das wird nicht klappen. Da werden wir doch den Lifty usen hier. Ab nach oben. Kommen wir hier rüber? Komm, kletter, kletter, kletter. Anscheinend nicht. Gut, von hier vielleicht. Ah, das sieht nicht gut aus. Also kommen wir schon mal nicht auf diese Leiter. Dann müssen wir das anderweitig machen. Wir begeben uns doch mal einmal an Ort des Geschehens nach oben und scannen noch mal neu. Der Datenfluss teilt sich auf. Es gibt zwei CTOS-Kästen. Na klasse. Wir müssen beide verfolgen. Der eine geht auch, das heißt, wir nutzen die Kamera und zap! And Regal. Der zweite geht da lang. Okay, den zweiten müssen wir zu Fuß verfolgen. Ui! Und der hier. Nehmen wir lieber ein wenig Bewaffnung mit hier. Kann nicht schaden. Oh, die Lift habe ich hier gar nicht gesehen. Krass. Fuck, ist der hoch. Ist. Ja, Missionsgebiet hier, Missionsgebiet da. Aber der Loop ist doch. Ah. Wir müssen ihn von hier aus erkennen. Ah, das hätte auch gleich einer sagen können. Verdammte. War eine wichtige Szenarie. Das ist mehr Krach. Und hoch hier. Hoch hinaus. Das im scheiß strömenden Regen, die sich sowas ausdenkt. Da drüben ist er. Da kommt so nicht ran, oder? Ach, wir müssen ihn runternehmen und dann mit der Kamera arbeiten. Oder? Oh ja, yeah, genau. Okay, so viel dazu. Jetzt gehen wir ins Netzwerk. Und bei diesem verdammten ganzen Sprengkram bin ich immer noch der Meinung, dass hier bestimmt eine richtig böse Falle lauert. Aber erstmal hacken wir uns rein. Okay, das Signal kommt von dort, das heißt, wir schalten es so durch. Oh, ja, 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 das sieht am Plan aus. Die beiden sind aktiv, dann können wir es so schalten. Oh man, sind wir gut. Wir gehen von dort aus. Das passt. Den hier noch ein bisschen hacken. Halt, umgelenkt werden. Nein, nein. Mach doch mal. Vor dem fiesen Datenhack. Das machen wir so. Oh Mann, sind wir gut. Noch eine Stufe? Was zur Hölle ist das? Bellwether. Eine Kamera. Er hat gelitten. Wir hacken mal die Mikrowelle. Ich weiß nicht mal, wer der ist. Ich hoffe, du magst die Spielchen. Ich wollte sehen, ob du es noch drauf hast. Wir müssen reden. Und du solltest dich beeilen. Dein Einbruch hat einen Alarm ausgelöst. Ich wusste, was ich für uns geplant hatte. Aber wir werden gleich gestört. Komm zu mir. Ich suche einen schönen Ort. Warum belästigt er meine Schwester?
Wir hatten keinen Kontakt seit... Du haust besser ab. Na klasse. Bitte, wir haben ein neues Ziel für alle Hitter da draußen. Lasst alles stehen und liegen und erledigt das. Bitte was? Leute, ernsthaft, ey? Okay. Erstmal, Junge, du da oben. Sprengt! Und du hier. Piss dich. Noch einer Stress oder was? Und wieder welche ausgeschaltet, Junge. Hä? Ich mach euch fertig. Ich check euch durch die Gegend. Zu drehen habe ich leider nichts mehr so. Zwei haben wir noch. Ich kann die nicht sprengen, okay. Vielleicht kann ich mit dir da noch was machen. Bip, 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 bam! Ja, flieg! Voll die Verwüstung. Okay, gucken, ob wir von hier mal aufrichten können. Okay, es sind drei Gegner. Bei drei wären wir noch ohne Polier fertig. Drei normale Schützen. Genug, ich hole ihn mir. Er darf sich abbauen. So, ich hau da ab. Bam! Da ist er da. Und wo? Ja, hau mal lieber ab hier. Verdammt, lad nach, lad nach. Okay, wir brauchen mal Pferde. Oh yeah. Und das Ganze war jetzt sehr viel mit. Hey, geh, geh. Damn. Ich schreck hier. Lad nach, ey, lad nach. Und weiter hier. Wir müssen runterkämpfen. Toda. Das ist sehr gut, dass wir ein bisschen mehr aushalten. Darf ich den haben? Bring dich hin. Du kriegst keine Deckung. Und zur Sprung bring ich ihn mal. Ja, na, legt gut, euch nicht mit Aiden Pierce an, ey. Reden wir. Wo müssen wir hin? So viel zum Call tracken. Irgendwas zum Mitnehmen hier von euch, Jungs. Sehr schön. Ich bin mir nicht ganz sicher, wir sollten mal vielleicht lieber abhauen. Auf den Weg machen, um einen mysteriösen alten Freund wieder zu sehen. Aber erstmal stecken wir die Bombe nachher weg. Hey Jungs, ab geht es. Handschuhfach geplündert und 179 Credits. Ja, wir sind reich. 300 Meter an dem parkenden Auto hier. Junge, du musst auch mal... Ah, was für ein geiles Manöver. Wie ein Stuntman. Jep, jep, jep. Ja, da ist... Oh, wir hätten hier rein können. Oh. Öffentlicher Platz, das ist nie gut. Das heißt, könnt ihr den Hinterhalt machen.
Okay, 90 Meter. Hier mal hoch und können wir jumpen. Hui, voll der Parkourläufer. Das denn, Alter? Ein Riesen irgendwas? Bist du ein kluger Junge? Drinks gehen auf mich. Hey. Er denn da aus dem Gesöff? Du hast meine Schwester anrufen lassen. Warum bin ich hier, Dane? Bist du immer so ernst, Aiden? Mein Gott, wirst du denn nie locker? Ich will meinen Partner zurück. Ich am Computer. Du, da draußen bei der Männerarbeit. Ich will dir helfen. Wir wollen beide dasselbe. Antworten. Wer griff uns an? Und ich weiß zufällig, du steckst fest. Ja, schon klar. So, ich bringe eine frohe Botschaft. Das Merlot. Das Merlot. Die Merlot-Sache hast du versaut. Bullshit. Du bist aus einem perfekten Plan ausgestiegen. Bullshit. Das wäre nicht aufgeflogen, hättest du zu mir gehalten. Ein kleines Mädchen. Meine Nichte starb, weil du zu weit gegangen bist. Oh, wie süß von dir. Machst mich für deine Familienprobleme verantwortlich. Damien ist zu weit gegangen, er hat die bösen Männer wütend gemacht und ich... Was ist mit dir? Du bist nicht der Einzige, der leidet. Die haben mich verkrüppelt. Die haben mir alles genommen. Siehst du es nicht? Das ist unsere Verbindung. Du hast nichts, was ich brauche. Es gab noch einen Hacker. Es gab einen zweiten Hacker. Und ich weiß, wie man ihn findet. Tja, das mag sein, Damien. Aber das kannst du nicht allein. Du brauchst mich. Dein großes Problem ist, ich dich nicht. Hau jetzt nicht ab. Das ist eine Spur. Danke für den Tipp. Es ist eine Spur. Ich glaube, wir sehen Damien noch ein paar Mal wieder. Humpel doch nicht so, Mann. Und räum den Scheiß da weg. Kann nicht sein, dass er einfach... Oh, Mann. Ich hab zu Damien aufgeschaut. Er brachte mir bei, Programmschwachstellen zu finden und zu nutzen. Und ich brachte ihm bei, dasselbe ohne Computer zu tun. Menschen sind anfälliger als ihre Systeme. Wir waren ein starkes Team. Nach Linas Tod war ich mit ihm fertig. Ich verschwendete keine Gedanken mehr an ihn. Aber jetzt kommt er wieder zurück. Ich was muss machen wissen, was wir jetzt? Passiert ist. Akt 1. Danke für den Tipp. Mission accomplished. Oh yeah. Wir kommen richtig voran hier. Es gibt neue Pay. Und einen neuen Job. Jetzt will ich eine Zeitung haben. Gucken, was wir für einen Scheiß gemacht haben. Verbrechen? Oh, 100 Meter, das Verbrechen bekämpfen wir nochmal. Hopp. Hey! Hopp. Whee! Oh, oh, oh. Ja, komm, den kriegen wir doch da hinten. Erstmal eine kleine Anmeldung. Melden. Bestätigt. Und jetzt schleichen wir uns hier mal vorsichtig ran. Und profilieren uns mal ein wenig. Okay. Hier muss es sein. Da ist muss er. Ihn nur noch finden. Okay, wir folgen nur noch völlig. So. Halt dich bloß raus! Alter, du kannst doch nicht einfach Leute hier killen. Bist du bekloppt oder was? Parkour, Parkour! Ja, du schießt, schieß ich auch, Junge. Ganz einfach. Die Zeitkarte, das ist nicht gut. Wir haben eine Bullen abgeknallt. Das kommt ja mal gar nicht. Mal gucken, wie es unseren Homie hier geht.
Junge, lebst du noch? So viel dazu. Ich würde sagen, er lebt nicht mehr. Verdammt, okay, wir sind... Oh, Handy spielen, ein Cash Run, das klingt doch mal nach Spaß. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Das sollten wir vielleicht auch mal ausprobieren, die 300 Meter. Das kriegen wir bestimmt hin, was auch immer das erscheinen wird, aber... Oh, heck, 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 Geld, 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 ja! Ich klaue dir alles und gebe dir nichts. Außer, was ich gerade dabei habe, vielleicht. So, was willst du hier? Scientologin? Cora? Du warst, was? Du hast ein Herz gepackt? Mann, du siehst so raus. Geh mal nach Hause. Leute, nicht unbedingt und so, ne? Eine Online-Entschlüsselung. Na, ich will jetzt erstmal das Jump and Run machen. Was ist denn hier? Guck auf die Straße, Mann. So. Es hat endlich aufgehört zu regnen, oder zumindest ist es weniger geworden. Halt, wie geht's da? Müssen wir hier hoch? Ja, nein. Ich guck mal. Ich glaube, ja, wir müssen hier rein. Verbrecher-Konvoi? Ja, wir müssen hier rein, okay. Oh, oh. Glatt dran vorbeigejumpt. Hier ist es doch nicht verfügbar. Wieso ist das nicht verfügbar? Das irritiert mich jetzt allerdings. Unglaublich. Da will man mal was Schönes machen und sich ein bisschen Geld verdienen und dann ist das Geld nicht mal da. Ist das denn für eine kranke Treppe? Okay, wir gehen mal ein bisschen was schlafen hier und gucken mal, dass wir ein bisschen weniger Regen haben. Und sehen uns in der nächsten Folge von Watch Dogs. Bis dahin. Regen, Regen, Regen. Und ein Enthalt. Warum immer so unfreundlich? Ach, da suche ich mir erstmal ein Handtuch. Während ich mich abdrücke, kannst du schon mal einen Kommentar und einen Daumen hinterlassen. Danke dir fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Hey, Abos sind toll. Also abonnier.